Aber da lassen wir uns ja nicht beirren für. Ross, ich weiß, ich soll nachsichtig mit Lara sein. Aber es gibt einen Grund, dass ich so hart bin. Dieses große, teure Schiff fährt in unbekannte, gefährliche Gewässer. Wegen ihrer Theorien. Lara muss das Gewicht dieser Verantwortung spüren. Es war zwar deine Entscheidung, aber manchmal scheinst du zu vergessen, dass sie nicht deine Tochter ist. Niemand sonst käme damit durch, die Endurance ins Drachendreieck zu steuern, ohne jeden eindeutigen Beweis. Also sag mir, was hat dich überzeugt? Sie ist klug, das räume ich ein. Und ich gebe zu, die Expedition hat Potenzial. Au! Aber große Ideen und Pläne reichen nicht aus. Du weißt genau wie ich, dass diese Dinge nie so laufen wie geplant. Lara ist unerfahren. Wenn's hart auf hart kommt und sie versagt, wird jemand drunter leiden. Vielleicht klappt auch alles. Aber bis wir sicher, unversehrt und stinkreich auf dem Rückweg sind, nehme ich die Kleine hart dran. Keine Ahnung. Hart dran. Alle Bunkertür auf hier. Ach, okay. Ich spüre etwas an diesem Ort. Etwas, das ich seit meiner Kindheit nicht mehr gespürt habe. Wenn mein Vater einen Wutanfall bekam, versteckte ich mich mit meinem Bruder und er erzählte mir von Pania, vom Riff. Ich hatte das Gefühl, der Ozean würde mich rufen. Ich wollte fliehen und eintauchen ins schweigende Meer. Und jetzt sehe ich die Riffe vor diesem Strand und spüre diesen Drang wieder. Ich sehe Panias grünes Seetanghaar, verwoben in den Wracks. Ich spüre ihre Tränen in den spritzenden Wellen, die sich auf den Felsen brechen. Lara hat... recht, diese Insel ist verflucht. Hier herrscht ein Zorn, der uns niemals gehen lassen wird. Wenn es zum Schlimmsten kommt und ich als Letzter übrig bin, gehe ich zu Pania. Ich schwimme fort und schließe mich meinem Bruder in den Wellen an. Ja. Wenn sich das Spiel gerade verabschiedet, ich habe keine Ahnung. Da ist gerade der, die Frames gerade auf einen Ping oder so gesunken. Und dann geht's blub. Ah. Hier sind wir ja richtig. Hey, meine Süße. Alex wäre jetzt bestimmt auch gern hier. Ja. Wo ist Alex? Unterwegs zur Endurance, er holt Reyes Werkzeug. Jonah, teste mal, ob's geht. Okay. Das ist unsere einzige Chance, richtig? Wir müssen's versuchen. Ich bin froh, dass du dich uns anschließt, Lara. Wie kann ich hier helfen? Hilft auch Jonah da drüben. Flaschenzug würde es wahrscheinlich etwas leichter gehen. Stimmt. Aus ein paar Rollen kann ich sicher einen bauen. Vielleicht aus der Takelage da hinten. Ich sehe mal nach. Pass auf dich auf, Lara. Also müssen wir dahinter. Das ist ja da, wo wir überhaupt auch hin wollen. Naja. Bereite die Maschine für den Flaschenzug vor. Kann ich auch irgendwas tun? Geh einfach mit dem Weg rum. Hübsch. Ich höre die ja nicht mehr reden, aber...
Wahnsinn. Portugiesisch. Über 100 Jahre alt. Woher weißt du, dass das Ding portugiesisch ist? Wer zum Teufel sind die? Die scheinen Kanonen zu haben. Keine Ahnung, lass mich nachdenken. Keine Funksprüche seit Stunden. Wir sitzen hier fest, Bruder. Was? Was? Komm da raus. Achso, ja. Natürlich, das ist bestimmt gesund. Waffenmodifizierung verfügbar. In so einem Schiff hier Feuer zu machen. Wählerisch. Jetzt haben wir wieder eine Errungenschaft im Steam gekriegt. Oder eigentlich ja vom Spiel im Steam. Achso, wir müssen ja. Okay. Da ist er. Hier ist er, der Anker, oder was? Mann! Ist dein Ernst? Hier können wir doch eindeutig hochlaufen. Oder? Na klar. Das ist ja auch nicht schwer, dass man sich das mal so am Arsch hängen kann, weißt du? Revolver hält. Motherfucker. Zum Glück gibt es hier keine Haie. Da blinkt was. Ja, natürlich. 2 von 15 Geocaches am Strand. Das ist genau das, was ich hören wollte. Müsste längst zurück sein. Hilfe! Dr. Whitman! Jonah! Hilfe! Wie viele sind es? Ich weiß nicht. Sind sie verletzt? Ich habe keinen gesehen. Ich hab sie wohl verschreckt. Ich bin meilenweit gerannt. Und kaum ins Schwitzen geraten.
bin wohl fitter, als ich dachte. Sie hätten sie ja zu uns führen können. Genauso wie im Palast. Was? So war das nicht, Lara. Sie packten mich, als du Sam geholt hast. Was zur Hölle meint er? Sie sagten, nur dann würden sie dich und die anderen am Leben lassen. Ich wollte dich warnen. Wir haben keine Zeit dafür. Keine Ahnung, was ihr beide für ein Problem habt. Und ehrlich gesagt ist es mir auch völlig egal. Ich wollte sie nur... Hey, noch ein Wort und ich schwöre bei Gott, ihre Zähne machen Bekanntschaft mit meiner Stopp, Faust. Stopp, stopp. Wenn wir uns selbst bekämpfen, dann verlieren wir. Stimmt. Und deshalb wird das auch nicht passieren, okay? Ich sehe nach Alex. Wo war das Werkzeug? Im Maschinenraum. Aber er kann auf sich selbst aufpassen, Lara. Schön. Dann sind wir ja bald zurück. Ich kann die Nähe Fotze nicht leiden. Und Dr. Whitman vertraue ich auch nicht. Lara, warte! Hier, nimm den Bogen. Ich habe ihn gefunden und für dich aufbewahrt. Er hat Kraft. Ich schätze, der kann alles durchbohren. Danke, Jonah. Hell yeah, Snubbletear. Compound-Bogen. Waffe munition, Rekurvung zu Compound-Bogen. Yeah. Compound-Bogen gemeistert. Zack. Napalmpfeile können wir jetzt damit verschießen. Geflochtene Sehne. Eine geflochtene Sehne, die den Schaden erhöht und auf kleinen Feuerfall setzt beim Erschlagen großflächigen Feuer frei. Ich mache was mit das hier. Geflochtene Sehne 2. Jo. Vielleicht können wir ja mit dem Bogen... Ja, nimm's. Nimm's. Nimmst du das jetzt? Oh, ich weiß nicht, ob das unten angezeigt wird. Ah, da fehlt uns doch. Etwas Stärkeres finden. Ja, mhm. Drahtseil oder was? Stahlseile zum Verschießen, so was. Aha, also müssen wir jetzt da rüber. In diese Richtung. Wenn ich den Whitman doch nur töten könnte. Ich würde es ohne zu zögern tun. Oh. Das war eindeutig ein gewollter Special Move. Und Piraten, der liegt da unten in der Suppe. Schießen Pfeile auf raue Felswände im Seil. Ah. Der Compound-Bogen gefällt mir ja jetzt auch schon. Überlegen sind sie in Kuh. Okay, Reyes. Ich nähere mich der Endurance. Was genau brauchst du? Alex, da bist du. Wir waren schon besorgt. Ich brauche ein Stemmeisen und den Rest meines Werkzeugs. Sonst gibt's keine Reparatur. Okay, wird gemacht. Lara kommt zu dir. Du solltest auf sie warten. Lara? Nein, nein. Ich schaff das. Ich geh jetzt rein. Ab jetzt Funkstille. Alex, was machst du da? Der will genauso cool sein wie wir. Aber er kann nicht so cool sein wie wir. Vor allem die Bunker da auch in den Felswänden, oder?
Alter Schwede. Vielleicht brauchen wir ja das, die Schütze des Schlachtschiffes noch. Drecksmöwe. Ja, ja, Religion wollte ich schon sagen. Die Region ist ja leer. Haben wir ja. Bin auch verstanden. So, damit wir wieder wegkommen. Immer dran bleiben hier. Dürfen nicht aufgeben. Oh. Das war nicht der Plan. Überhaupt nicht. Genau zu sein. Zwei von drei Teile Bogen für den Bogen gefunden. Okay. Oh, ich glaube, das war doch so geplant. Ich weiß es gerade gar nicht. Überlebensinstinkt damit Q. Karte aktualisiert, neue Orte entdeckt. Natürlich. Was haben wir denn da Feines? What? Angesenkt. Was ist wohl deinem Besitzer zugestoßen? Auf dem Schild ist ein Name. Miley. Millie. Millie. Was weiß ich denn? Ah, nein, 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 nein. Ah. Manchmal erfasse dich echt.